Guten Morgen. Leib am Schafodam, nume Jesu, kmeine Dien, ich danke dir für deine Leib. Ich danke dir für deine Güte, und ich bete, Herr, dass du uns redest, dass dein Wut. Ich bete, dass wir dein Wut verstehen und dass wir deinem Wut gehorchen. Ich bete, dass wir einmal Dien urschenken, Herr, wo wir uns doch her, ab uns selbst, wird konzentriert sein, sondern dort uns wird einmal an dich hängt. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich habe mich viel gefragt, wo das Problem lag, das allemal gegen den letzten Aufwahl von Gott. Wenn Gott selbst dann doch so weiss gemacht hat. Weil an wo weiss hat viele Leute. Und ich sage, wenn wir sein Leben da stehen, welche Sachen, die ich lebe, die am dort geführt habe, dort langsam aufzunehmen. Eine von den Sachen ist, dass die Menschen am bewunderten, die Menschen am viel Geschenke brachten, sie waren sehr böse, rich, und die Lob am sehr viel. Ich sie davon überzeugt, dass Lob Geld ist. Aber ich glaube auch, war in diesem Fall wäre der Lob gefährlich, wenn der am See ständig sieht, ich habe noch nie so ein Wesen Mensch aus dir sein. Ich habe noch nie so ein richtiger Mensch aus dir sein, wo der Zorn so haft. Nirgendwo war sein Hort verletzt war. Das heißt, dass sein Hort verletzt war. Das ist alle früh, was er nicht schuld. Aber deutlich wie alle Ernst wird im Hort falsch, dass er das Wut Gottes missachtet hat. In der Früh von all den Ländern nicht schuld, wo ganz klar in der Bibel stand, dass er nicht soll. Irgendwo hat er die Gottesfurcht und die tiefere Gemeinschaft mit Gott verloren. Und ich lebe da als Pfarrer, sind da Sachen in seinem Leben passiert, was sein Leben gemischt hat. Und dort ist all das, was er hat und all dem Lob, was er schreit, all der Reichtum. Als ersten Verstreitungen von Kapitel 9. Und in einem einzigen Jahr ging bei Salomo fast 24 Tonnen Gold ein. Dazu kamen die Steuern der Händler und Kaufleute und die Abgaben der arabischen Könige und die Bezirksverwalter. Sie bezahlten Salomo mit Silber und Gold. Salomo ließ 200 Langschilde und 300 kleine Rundschilde herstellen und sie mit gehämmertem Gold beziehen. Für einen Langschild brauchte man rund 7 Kilogramm Gold, für einen Rundschild etwa 3,5 Kilogramm. Salomo bewahrte sie im Libanon-Waldhaus auf. Außerdem ließ er sich einen großen Königsthron anfertigen, der mit Elfenbein, Ornamenten verziert und mit reinem Gold überzogen war. Am Thronsessel war ein goldener Fußschemel befestigt. Neben jeder Armlehne stand eine Löwenfigur. Auch für alle 6 Stufen, die zum Sessel hinaufführten, stand rechts und links jeweils ein Löwe. In keinem anderen Land hat sich jemals ein König einen so punktvollen Thron anfertigen lassen. Alle Trinkgefäße Salomos waren aus Gold. Also wie seine Wilhelm Anfang ab sich konzentriert zu sein, egozentrisch zu sein. Und ich glaube, in seinem Hort fängt an das Schein zu gehen, wenn die Menschen am Lobte. Und er gibt nicht mehr Gott die Ehre. Er wird sehr auf sich zentriert.
dat hei dei wie, dat hei den besten Trön ha, dat hei alles det Schmackste ha, dat hei alles det Dierste ha. Et glaub hei wie wir fange je nume van wat andere über am Seede. Und wenn ich dort lese, was da vorher steht von der Königin von Saba, wo die am Lauf, dann sieht sie, hat noch niemals ein weisen Mensch hier sein, in diesen Jahren, und haben dann ein Geschenk gebracht. Da sei wieder die Menschen hört, was schwor damit vor dich. Oder mehr wenig dort, wenn es sich gleich dort hat, immer war da das selbe Einjaft, wenn die Menschen nicht auf ihr Hort abhust. Und der Mensch ist auf sich selbst, auf ihr Erd konzentriert sind, dann ist das gefährlich für uns. Und so wird das Salomo. Dort wir, wo das für den Menschen das Beste ist, sagt, wo wir sind ruin. Da wird der Anfang von sich ein. Auch Gott ans Weisheit geben, mit ganzer Ehrlichkeit. Ans einet Leben, ans hundert Bettchen. Und dort wie nicht in Sinne voller Satans nennt voller. Herr, ich danke dir für das Wort und ich bitte dich, halb ans Not zu denken. Und seit Leute, die viel Gestalt ans im Hort immer war, das ist selbst gefallen. Und ich sehe mir bewusst, dass die viel irgendwo Salomo das Edge hat, wo sie lohnt. Und hat der Anfang viel von sich der Hölle im Stolz zu werden. Und wenn sie stolz war, dann nicht mehr so, dass wir Gottes beachten, nicht mehr die, die ihre Jäuf. Und da fängt alles an. Herr, ich bete schon uns Erkenntnis, verzeih, was bei uns gewesen ist. Ja, von seinem Demut, die Gehorsam hat, hört, was die alle ihre Jäuf, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.